Oh, ein von Null reagiert? Hey, das war schon lange nicht mehr. Guck mal, da ist er sogar auch wieder. Ja, brauchst gar nichts so zu tun hier. Auf wen reagierst du denn eigentlich? Und hör auf zu salutieren, ich will's wissen. Auf, Realexus. Aha. Wir sind wieder im Spiel. Sehr schön. Und ein herzliches Willkommen zurück zur weiteren... Bonneur reagiert, hier steht's ja. Neuer Aufbau, denn mein PC ist abgekackt und mein Windows konnte gar nicht mehr starten. Ich konnte es nicht reparieren, nix. Durch Fehlermeldung wurde selbst die Reparatur nix oder zurücksetzen. Konnte gar nichts mehr machen. Musste alles platt machen, alles neu installieren, alles neu einstellen. Von daher klingt auch meine Stimme vielleicht etwas anders. Da ich einen anderen Rauschunterdrücker jetzt anhab. Und ich von OBS hier einen Rauschunterdrücker. Diesmal habe ich mal keinen runtergeladen. Klingt eigentlich ganz gut, finde ich. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt ein bisschen was neu aufgebaut, weil mir die ganzen Geschichten eigentlich fehlen. Alles gelöscht. Aber ich denke mal, so geht es eigentlich auch ganz gut. Und ja, ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal an. Ich reagiere, wie schon im Intro gesagt, auf Realexus. Er hat endlich mal den zweiten Teil von seinem React zu meinem React hochgeladen. Gestern oder vorgestern, glaube ich, weiß ich nicht. Am 16.8. oder sowas. 15.8. da steht's so. Und ja, ich freue mich endlich drauf. Endlich kann ich's gucken. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir machen die Musik jetzt mal aus und lassen sie auch aus. Also wenn ich jetzt Pause drücke während des Videos, ne, dann läuft halt mal keine Musik im Hintergrund. Ich hoffe, das ist weiterhin nicht so schlimm. Und dann würde ich sagen, let's go. Ich mache die Musik aus. Clip. Und ja, fang mal an. Also, dann hole ich mal das Video bei mir hier so hervor und drück mal auf Play. Los geht's. Was bisher geschah? Was geht? Herzlich willkommen hier auf diesem Kanal mit mir, eurem Relaxus, und herzlich willkommen zu einem neuen React-Video, und zwar auf den guten alten Dürr. Also, ja, genau, da. Das hat mich auch schon gesagt. Oh, scheiße, das stimmt. Also ein kleiner Rückblick, wie es aussieht, macht, hat er erstmal da dran gemacht. Es geht. Und auf was reagiert er? Auf Realexus, jawohl, ja. Ja, das habe ich ja eben gerade auch schon gesagt, auf Realexus reagiere ich. Den Rückblick finde ich ganz gut, denn sein erster Teil, der ist schon echt lange her. Ich warte ehrlich gesagt schon fast ein Dreivierteljahr hier auf dieses komplette React. Und dann kam er erstmal mit nur einem Teil und jetzt kommt endlich mal der zweite Teil nach 3-4 Monaten später oder sowas. Aber er hatte auch ehrlich gesagt nicht wirklich die Zeit dazu. Ich freue mich auf jeden Fall riesig und wir gucken es uns weiter an. Wenn ihr natürlich neu dabei seid, ich lasse es oben mal anzeigen, den ersten Teil. Wenn ihr wollt, könnt ihr da erstmal draufklicken und den ersten Teil gucken und wie ich da reagiert habe. Beziehungsweise, ja, weiß nicht, vielleicht noch das andere React, wie ich generell zum Anfang hier reagiert habe, keine Ahnung. Und ja, ich reagiere auf seinen React, auf meinen React quasi, weil er es gerne wissen möchte, wie ich hier wieder auf seinen zweiten Teil reagiere, wie er react. Okay, weiter geht's. Ist genug geredet. Und ich würde einfach mal sagen, wir holen schon mal den YouTube-Trick mal her. Dabei den guten Mann auf. Grenzen früh. An die Level kann ich mich auch noch erinnern. Okay. Ich wollte einfach so sein. Nee, ich kann so einfach die ganze Zeit so gemacht, weil ich so sein wollte. Das Lied ist schön, das gefällt mir. Und der wäre jetzt immer stehen geblieben, genau. Ja, ich bin auf dein React gespannt. Nicht allzu weit, wie gesagt. Jetzt ist es ja viel einfacher für mich. Merkt man, jetzt vergisst er wieder die roten Blöcke zu machen. Ey, heftig. Achso, stimmt, der spielt ja gar nicht. Das ist ja irgendwie ein Klacken. Die roten Blöcke, Mann. Jawohl, ja.
Oh Mann. Also ich gehe mal mit der Maus hier hin. Also das hier ist sein React, ja? Also das hier war sein Let's Play, hier, was man hier so sieht, ne, wo er hier unten rechts ist. Das hier war mein React auf dieses Let's Play. Und sein React auf mein React ist das hier. Also er hier, ne? Er hat sich wieder hier oben drauf gesetzt. Und ja, okay. Wollte ich jetzt nun mal schon mal erklären, so sieht's aus, der Aufbau. Und weiter geht's. Rote Blöcke, Mann. Das Ding ist, ich habe mir das hier jetzt auch noch vorgesagt. Rote Blöcke, Mann. Aber ich habe es danach schon wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis, Alter. Scheiße, hab ich wieder Alter gesagt. Da war ich irgendwie so auf den Trip mit diesen roten, mit den rot und blauen Blöcken. Dann darfst du das nächste Mal keine Pillen mehr einwerfen, okay? Diese bunten Pillen, die auf deinem Trip liegen, das nächste Mal lieber Finger weglassen, weil sonst bist du wieder auf so einem bunten Trip hier, ne? Aber gerade der bunte Trip macht Spaß. Schlüssel. Oh, ich kann mich an das Let's Play gar nicht mehr erinnern, das ist so lange her. Jetzt hört's halt mal auf. Du kannst doch von da unten aus hüpfen. Meine Fresse. Aber wirklich. Ja, könnte ich. So, den haben wir schon mal weg. Ich habe selber so lange gebraucht für das Level. Kann ich mir vorstellen, du. Kann ich mir vorstellen. Nein! Nein! Das war's. Genau die gleiche Reaktion wie. Oh Mann. Letzter Versuch. Oh. Ah, das heißt ja, oh. Guck, da kommt doch eins von dir. Ich bin. Hier unten sieht man sogar, also hier unten, ne, ganz klein, 15.03.2021, dieses mein Video. Also das ist wirklich schon alt. Wir haben jetzt den 18.08. Krass. Mit einem Switch kann man alle drei Münzen holen. Ah, was tut es? Was tut es? Was tut es? Meine Fresse, Alter. Lache mal zu dritt. Rote Blöcke. Ja. Ah, cool. Ich hab die Scheiße jedes Mal vergessen, Alter. Aber wirklich. Daran hatte ich mich erinnert. So. Schlüssel. Mein Gott, Mario, du bist doch so ein Dummkopf. Von da kannst du. Ja, okay, geht auch. Ja, ich weiß jetzt im Nachhinein, weiß ich auch, dass ich von da unten hätte auch hochspringen können, aber. Mehr schafft es, glaube ich, auch gar nicht ins Level, ne? So, zu guter Letzt. Spielen wir jetzt noch. Ich weiß das bis heute nicht, wo ich. Moment, das gucke ich mir jetzt nochmal an. Wo hab ich. Oh, das Video ist ja schon was vorbei. Moment. Wo hab ich denn hier jetzt was berührt? Also auch das, was er React, Moment, ne? Wir gucken uns das jetzt mal in ganz langsamer Wiedergabe. Brauchen wir gar nicht, denn ich kann es dir sagen, du warst nämlich dabei zu hüpfen und bist dann auf den On-Off-Switch-Schalter gekommen und hast dann eigentlich, sieht man nicht, weil du dann gestorben bist, die blauen Blöcke aktiviert, während du. Auf dem in dem blauen Blöckenkasten war es, also in diesen gestrichelten. Und durch das Hochhüpfen hast du halt eben den On-Switch-Schalter eigentlich auf Off geschaltet und hast dich dann quasi zerquetscht. Deswegen bist du gestorben. Mal gucken, ob du das verstehst, ob du das raffst. Geschwindigkeit. Ah, nee, ganz langsam mache ich nicht, mache 0,5, also halbe Geschwindigkeit. Ich habe nichts berührt. Es macht. Piu! Er wollte hüpfen. Und er hat den Schalter dabei noch erwischt. Deswegen. Ich habe nichts berührt. Wir haben es jetzt gerade in Zeitlupe gesehen. Ich habe nichts berührt. Den Schalter hast du berührt. Ich frage mich nur, warum da jetzt auf einmal steht, dass ich was berührt habe. Habe ich nicht. Doch. Habe ich nicht. Doch. Danke, Nintendo. Vielen Dank. So, zu guter Letzt. Du hast das berührt. Den On-Switch-Schalter. Und off Switch. Ja. Mein Level spielt nee, spiel nicht so lang. Ja, das Ding ist ja, ich habe auch schon im Vorfeld mit Basti 88, Basti 88 sein Level da ein bisschen rumgepusht. Ne? Und, ich sag's ja dann am Ende vom Video nochmal. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe und dann auch noch mehr Bock dazu, dann spiele ich deine Videos natürlich auch länger. Aber das Ding ist, meine ich Videos? Möchte dich für deine Reacts halt auch so ein bisschen auf Trab halten, ja, weil sonst reactest du ja nur deine Videos.
Deine Level und dann guckst du ja den Rest nicht mehr. Den Fall gab es ja schon mal. Da habe ich deine Level zuerst gespielt und danach erst die Zuschauer-Level. Da habe ich dann die IDs von den Zuschauern eingegeben und auf den Teil hast du dann nicht mehr reagiert. Hab Deswegen ich nicht? Habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich zuerst die Zuschauer-Level mache und dann deine am Schluss, damit du ja das ganze Video reactest. Es kann gut und gerne sein, dass da ein paar Szenen mit drin sind, die du vielleicht lustig findest, die vielleicht was für dich sind, die du aber dann nicht mehr siehst, weil du schon deine Level reagiert hast. Deswegen mache ich erst immer Zuschauer-Level und dann deine Level. Das ist normal. Das mache ich seit dem Tag, wo ich dieses React-Video von dir gesehen habe, wo du nur dann deine Level reacted hast, was dann auch nicht wirklich lange ging. Ich glaube, nur 10 Minuten oder so. Ja, kann sein. Ich weiß nicht mehr. Seitdem mache ich das jetzt so. Deswegen nicht ärgern oder nicht wundern. Mache ich einfach seit dem Tag an. Ui, das habe ich vergessen. Oh, das sind schon ein paar rote X. So blöd wie das klingt, ne? Aber ich wusste bis zu diesem Moment jetzt gerade eigentlich, ist mir gerade nämlich auch eingefallen, bis zu diesem Moment jetzt gerade wusste ich nämlich nicht, dass diese roten X bedeuten, dass da auch schon Leute gestorben sind. Ich dachte nämlich immer, dass diese roten X einfach auftauchen, so als Symbol, dass Mario gerade gestorben ist. Das Blöde ist allerdings, es werden nie alle Tote angezeigt. Ich verstehe es selber nicht bei Super Mario Maker 2. Ich habe schon gesehen, es gab schon so und so viele Versuche, ein Level zu schaffen, aber so und so viele X werden bei meinem Level gar nicht angezeigt. Vielleicht nur die Hälfte oder ein Viertel davon, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es dann zu viel werden würde oder so. Keine Ahnung. Es werden auf jeden Fall nicht alle Tote irgendwie angegeben mit einem X, aber ein Teil davon. Ansonsten wird man wahrscheinlich nichts mehr erkennen. Wenn man da mal einmal stirbt, dann ist alles voll. Boah. Dachte ich immer. Aber vielleicht hast du ja recht. Es ist so. Du hinterlässt ein rotes X, also die anderen auch. Die tauchen da ja überall auf, weißt du? Wo fliegen die Dinger denn? Da, wo andere auch gestorben sind. Ah, ärgerlich. Leichtsinnsfehler, das sind alles Leichtsinnsfehler gewesen, die ich gemacht habe. Die Dinger gehen bis vor zur Tür. Du könntest erst einmal hochhüpfen. Naja, das habe ich dann. Was das Ding wieder zurückgeht. Das habe ich dann auch irgendwann gecheckt. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Aber es muss gehen. Sonst ist es Level ja. Ja, natürlich, es geht ja auch. Mal ein bisschen verschieben hier. So. Ah. Ich weiß, wie es geht. Das ist so herrlich, dir beim Lachen zuzugucken, ne? So, jawohl, ja. Lauf! Wow. Und tot. Hilfe! Ich trau mich nicht. Gottes Willen! Letzter Versuch, ich weiß eh, dass ich es nicht schaffe. Schade, schon der letzte Versuch ist. Ja, das Ding ist, ich bin ja auch ein Mann meiner Worte, ne? Wenn ich was sage, dann halte ich mich auch dran. Wenn ich jetzt sage, letzter Versuch, dann ist der letzte Versuch. Ob der jetzt 5 Sekunden, 25 Sekunden, 5 Stunden geht, das ist egal. Wenn ich einen Versuch sage, dann bleibt es bei einem Versuch. War das nicht mal der Fall, dass du dann trotzdem nochmal einen Versuch gemacht hast danach? Ja, Fortschritt ist da. Oh, fick dich, Mario. Okay, ja, ich dachte halt, dass dieses scheiß Rohr bis ganz nach unten geht, dass ich quasi einmal durchrennen kann. Aber nein, der Scheiß bleibt ja mindestens so weit oben. Schade. Und, ja, die Idee trotzdem mit den UFO-Invasion-Leveln, muss ich auch sagen, mega stark, vor allem das zweite mit diesen Herausforderungen noch mit dazu. Wenn ich mal ein bisschen. Bin ich immer noch der Meinung. Mega stark. Wenn ich mehr Zeit noch habe, dann werde ich das auf jeden Fall noch länger versuchen. Aber für den Moment. Ich war dort genug. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Kann ich verstehen. Bei den ersteren Leveln, ne, von 88 Basti, ja, hat er sich schon die Nerven rauben lassen. Ja, und dann auch die zwei Level von mir. Das sind meine zwei schlimmsten, glaube ich. Oh Gott. Keine Ahnung. Ich weiß selber nicht. Aber ja, da kann ich verstehen, dass er keinen Bock mehr hat. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann, ist gut, haut rein. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Lexus. Peace. Okay. Ja, schön war's. Wir hören uns jetzt noch abschließend noch das Fazit an, bevor ich jetzt aber zum Fazit von Lör komme, ja. Wenn das deine schlimmsten Level sind, ja, was ist da mit dem ganzen anderen Zeug?
Die sind doch auch alle schlimm. Ich habe die doch auch nicht alle geschafft. Bis jetzt. Okay, es sind tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich meine schlimmsten Levels sind. Ich habe ja schon noch ein paar mehr danach gemacht irgendwann. Und ich glaube, die sind schlimmer. Ich weiß es nicht. Gerade so die letzten vier Welten, die ich gemacht habe. Ich mache immer so vier Welten, die zusammenhängen, oder fünf. So vom Levelnamen her. Außer Atlantis. Feind Atlantis, ich glaube, da habe ich nur ein Level gemacht. Oder zu höchstens zwei auf jeden Fall. Aber dann kam ja noch etwas anderes. So, ich suche nach einer mystischen Höhle oder sowas, habe ich das genannt. Und ich glaube, das ist am schwierigsten. Mal gucken, ob du die überhaupt schaffst, aber okay. Hören wir erstmal weiter zu. Jetzt eigentlich nur den Rider King? Und das war's. Nee, ich glaube, eins war noch dabei, das aus, mit diesem Katzen-Mario. Ich glaube, das habe ich auch noch geschafft. Ich weiß noch nicht mal, wie das sieht. Piranha-Pflanzenhöhle, irgendwas? Eins, zwei? Ein Teil hat er geschafft, ja, glaube ich. Nur zwei. Es sind nur zwei Level, die ich geschafft habe. Den Rest habe ich alles aufgegeben. Glaube ich. Ich weiß nicht. Sogar das erste Level von dir habe ich nicht geschafft. Let's go, Alter. Mein Testlevel, ja. Daumen nach oben habe ich schon gegeben, Realexus. Also, Ehrenmann, Ehrenmann. Ich hoffe, euch natürlich auch. Sehr schön. Ach, ich liebe es, wenn er mein Level spielt. Ich finde es schon unterhaltsam, wenn er die Level von anderen Leuten spielt, aber wenn er mein Level spielt, klar, das sind meine Level. Das ist schon was ganz anderes, da reagiert man schon wieder ganz anders drauf. Ja, kenn ich. Ja, trotzdem cool, hat er super hingekriegt, ein bisschen viel geflucht, ein bisschen krass geflucht. Moment, was? Ja, manchmal, okay. Erstmal Daumen hoch. Zwei Sachen wollte ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben. Okay. Was ich sage, was ich tue, ist mir relativ scheißegal. Aus dem Grund, ich bin kleiner YouTuber, ja? Ich muss nicht drauf achten, was ich zu sagen habe. Ja? Ich muss nicht drauf achten, ob ich jetzt verfickt, scheiße oder fuck you sage oder sonst irgendwas. Das hast du mir schon aufgesagt. Meine Videos sind nicht monetarisiert. Und ich werde meine Videos auch nicht bei 1000 Abonnenten monetarisieren. Einfach aus dem Grund, weil ich solche Unterbrechungen einfach unfassbar zum Kotzen finde, ja? Ich bin genau so. Same. Und da habe ich auch wieder das Thema Monetarisierung, Werbeblöcke bei YouTube gesehen. Folgendes ist mir da aufgefallen. Einfach die Tatsache, dass kleine YouTuber eigentlich an sich im Vorteil sind, was Groß-YouTuber angeht. Die Groß-YouTuber ballern da 5-6 Mal schön Werbung rein. Ja, das nervt. Über irgendeine Salbe, über irgendeine Milch, was weiß ich. Impotenzwerbung! Nee, hab ich noch nicht gesehen. An sich mit dem Thema zu tun hat. Absolut nichts davon. Trifft nur ansatzweise zu. Verdienen damit schön die Kohle. Und du hast es dann aber besser umgesetzt. Du hast nämlich Video-interne Werbung mit ins Video eingepackt. Und das ist meiner Meinung nach die angenehmere Art und Weise, Werbung in sein Video einzubauen, die dann auch noch was mit dem Thema zu tun hat. Auch noch mit dem Kanal selber. Finde ich ein bisschen besser. Und deswegen, ich gebe da ehrlich gesagt einen Fick drauf, was ich sage, ja, weil ich muss meine Videos, ich kann meine Videos A nicht monetarisieren, ich werde meine Videos nicht monetarisieren, und selbst wenn ich sie monetarisiert hätte, hätte ich auch nicht drauf. Fakt ist auf jeden Fall, ich bin kleiner YouTuber, ich scheiß drauf, was ich sage, weil was ich zu sagen habe, gucken eh wenige, ja, noch dazu, wie es mal in einem Kommentar hieß, mich kennt ja eh kein Schwein, und ja, deswegen, das ist mir so egal, was ich zu sagen habe. Das war das Erste. Und zweitens, das ist mir schon letztes Mal aufgefallen, du sagst sehr häufig, ja, das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht gewusst, wie das geht. Beispielsweise das mit dem Bowser, ja, mit dem, hier, wo du das Trap House Level gespielt hast. Ah, ja, ja, genau, jetzt erinnere ich mich. Mit diesen Haken da, wo du dann über diese Fragezeichenblöcke drüber gehüpft. Hab mich gerade gefragt, was meint er denn als, wo ich über gesagt hätte, das weiß ich nicht, wie das geht. Ich weiß, wusste jetzt gerade echt nicht, was er meint, aber klar, natürlich, ja, jetzt erinnere ich mich. Das weiß ich tatsächlich nicht, jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt. Hüpft bist versehentlich, wenn du beim Bowser gelandet bist. Du hast da gesagt, dass du nicht weißt, wie du den besiegen musst. Und ich sag dir das jetzt nur einmal. Ich wiederhole mich da keine zweimal. Ich muss es nur einmal hören. Ich sag dir das auch jetzt im Guten, okay? Du musst die Sachen, die du in Mario Maker hast, die du in Mario Maker 2 hast, du musst, bevor du die Level hochlädst, mal die Sachen ausprobieren. Wie funktioniert das? Wie könnte ich das in das Level umsetzen oder einbauen? Bevor du dann wieder sagst, ich weiß nicht, wie das geht. Ich wusste ja auch nicht von Anfang an, dass beispielsweise jetzt in dem einen Level Just a Simple Boss Fight oder Just a Simple Boss Fight Ding, keine Ahnung, dieses eine Level da halt mit dem Mond. Ich wusste ja auch nicht von Anfang an, dass man diesen Boss da besiegen kann, indem der Mond dann einfach runterfliegt und dich dann einfach besiegt.
dass das einfach funktioniert, dass ich den Mond berühren muss, damit der Bowser... Das wusste ich nicht. Das ist einfach per Zufall entstanden. Ich habe das einfach rausgefunden. Und so musst du deine Level auch machen. Einfach ein paar Dinge ausprobieren, bevor du dir denkst, ey, ich habe jetzt wieder ein Konzept im Kopf, das muss sofort umgesetzt werden oder hochgeladen werden. Probier einfach mal die Möglichkeiten, die du in Mario Maker 2 hast. Probier das einfach mal aus. Ich meine, ich habe das Level auch schon fast 2 Jahre und ich kenne auch noch nicht alles aus Mario Maker 2. Ja, alles, was ich bis jetzt weiß, habe ich einfach ausprobiert. Und das solltest du auch machen. Du solltest dich nicht nur auf eine Sache versteifen, sondern du solltest die Dinge, die du in Mario Maker hast, und das sind so viele Möglichkeiten, probier es einfach mal. Auf was versteife ich mich bitte? okay. Meine Levels sind sehr abwechslungsreich. Das wirst du bei den bei den Leveln, die danach kommen, die ich alle neu habe, wirst du schon merken. Da habe ich schon ein bisschen mehr Neueres reingebracht. Bau mal ein Level einfach mal so für dich einfach mal so zum Probieren. Einfach mal so einen Spielstand zum Probieren. Und wenn du sagst, ey, die Idee ist geil, dann setz das einfach in die Tat um. Aber probier es einfach mal aus, ja? Bevor du dann wieder sagst, ich weiß nicht, wie ich den Bowser platt machen kann. Ja, okay, wir gucken jetzt noch den Rest vom Video an. Ich wusste es halt nun mal nicht. Tut mir leid. Und, ich hab's rübs ins Mikrofon, ne? Du weißt, dass ich das nicht mag. Ja, nur weil du das nicht magst, heißt es, dass ich darauf verzichten muss. Wie gesagt, ich gebe einen Fick drauf, was andere denken, weil ich bin eh ein kleiner YouTuber. Mich schauen ganz wenige Leute. Von dem her ist mir das scheißegal, ja? Ist mir scheißegal. Guck mal, ich kann hier Mittelfinger zeigen. Das ist scheißegal. Ja, ich habe mich da übrigens auch verletzt. Das habe ich jetzt. Ja, scheiß drauf. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Wie gesagt, ich gebe einen Fick drauf, ja? Was ich sag, was ich mache. Vielleicht ist nicht die übelsten Sachen machen hier, ne? Aber. Ich gucke schon ein bisschen drauf, aber was ich sag oder so, ist scheißegal. Es sind wenige Leute hier. Deswegen, warum soll ich dann drauf achten, was ich sage, wenn es eh wenige Leute sind, die es schauen? Oder sagen wir es mal so, wenn es die meisten der YouTube-Community eh nicht interessiert, was ich sage. Dieses Rülpsen in den Ohren, das ist, ach, nicht so mein Ding, aber gut, okay. Ich piepse das nächste Mal. Ich danke fürs Zuschauen, vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und natürlich auch für Realexus nicht auf seinen Kanal vergessen. Moment. Was? Was? Ja. Also, ne? Abo, hoch, Daumen hoch. So. Nicht vergessen, auch beim Realexus. So. Oder andersrum. Bei Realexus nicht auch vergessen. Ich verhaspel mich gerne. Eben und ab. Okay, ich hau jetzt mal lieber ab. Ja, danke euch fürs Zuschauen. Bis dann und auf Wiedersehen. Jetzt muss ich wieder React out. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ja, Leute, das war's gewesen. Das React-Video vom Lör auf mein Gameplay. Also ich habe es reacted auf sein React, auf mein Gameplay. Lol. Und dann bin ich raus, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Bis zum Asan Rauch. Lör, falls du es dir jetzt wirklich mal zu Herzen genommen hast, das mit dem Tipp, ne, probier einfach mal die Sachen aus, die du in Mario Maker 2 hast. Probier einfach mal die Möglichkeiten hab aus. Hab ich schon, mein Freund. Dein React ist viel zu spät. Aber mit dem creepy Blick hier, ne, bin ich mir sicher, das wird definitiv, das klappt definitiv. Leute, ich bin raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und alles andere auch. Wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns gerne nächste Folge wieder. Bis dahin, alles Gute dran. Habt noch einen schönen Tag. Euer Relaxus, haut da rein und... Peace. Peace. Genau. Okay, dann war's das wohl. Und zwar, ja. Danke fürs Zuschauen. Das war wieder ein React mit mir von Lör Let's Plays als Hobby. Jetzt habe ich natürlich hier diese 2 unterschiedliche Schwarztöne. Dann muss ich erstmal richtig hinkriegen. Und ja, nett mit deinem Tipp. Ich soll einfach mal ausprobieren. Spiel mal wieder Mario Maker 2. Dann siehst du, ich hab's schon längst ausprobiert. Gut, ich weiß immer noch nicht, wie ich den Bowser besiege. Ah, ich weiß nicht, also die Zeit, um jetzt solche Kleinigkeiten auszuprobieren, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt, habe ich auch gar keine Lust darauf. Was Weltenbauen angeht, mache ich gerne. Habe ich schon ausprobiert. Wie gesagt, sein React ist ja uralt. Asbach alt. in der Zeit habe ich das schon längst gemacht. Und das würdest du, wenn du dann vielleicht bei den ganzen Level, bei der nächsten Level noch probierst. Und wenn du vielleicht diese UFO-Level noch probierst, wirst du das auch noch erfahren. Und würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Das werde ich auf jeden Fall reacten. Ist ja klar, es sind meine Welten. Ne? Das ist was Besonderes, gerade für mich zumindest. Ich finde es cool. Und ja, nettes React. Fand ich ganz lustig. Und ja, wie gesagt, dein Tipp kommt leider etwas spät. Aber nehme ich zu Herzen, alles gut. Nur ich werde mir jetzt nicht unbedingt einen Weltbastel und würde einen Bowser reinsetzen, um zu gucken, wie ich den besiege. Das fände ich irgendwie langweilig. Das würde mir keinen Spaß machen. Aber vielleicht komme ich so irgendwann mal da drauf oder ich google einfach. Dann weiß ich es auch. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim, ja,
Nächste React? Dazu müsste er erstmal Super Mario Maker 2 spielen, damit ich drauf reacten kann. Mal gucken, wann das mal sein wird. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das hier ist jetzt auch 6 Monate nach meinem ersten React, nach seinem React, nee, Let's Play gekommen. Irgendwie so. Nee, mein React war ja am 15.03. Das Let's Play ist gekommen, wahrscheinlich dann Anfang März. Also, es ist schon sehr, sehr lange her. Er ist entschuldigt, er hatte viel zu tun. Und ja, egal, scheiß drauf. Kack auf die Info. Die interessiert euch ja, glaube ich, eh nicht. Also von daher, danke fürs Zuschauen. Das war von Löhr. Let's Plays als Hobby. Vergesst keinen Daumen hoch für mich und Realexus. Und der Esel nennt sich immer zuerst. Sehr schön. Und natürlich das Abo auch beim Realexus nicht vergessen und bei mir. So. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und hoffentlich auch zu meinen anderen Let's Plays. Viel Spaß noch und auf Wiedersehen. Wie oft will ich noch? Ganz oft. Tschüss. Heute mal ohne Auto, denn ich hab's vergessen hier. Wie gesagt, ich musste alles neu machen, ja. Das Auto habe ich jetzt noch nicht reingepackt. Das habe ich ja schon wieder vergessen. Nur das Intro habe ich drin. Super. Bis dann. Tschüss. Wobei, ich kann auf Pause drücken und dann kommt's. Bis gleich.